Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gestern kam der Hotfix für alle Spieler, Eternal und Season. Lebende Stahlmenge wurde erhöht, sowohl in Weltstufe 3 als auch in Weltstufe 5. Das war, was wir uns gewünscht haben. Und genau so, wie ich es eigentlich auch vorhergesagt habe, ist es passiert. Also keine extra Quellen wirklich, also weder von Monster Drops aus anderen Ereignissen oder irgendwo anders in der Welt, sondern es bleibt in der Höllenflut. Höllenflut bleibt auch alle 1,5 Stunden. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und es wurde lediglich die Drops erhöht aus den lebenden Stahltruhen plus Drops aus den normalen Truhen, was ich ja auch gesagt habe, was ich mir gut vorstellen kann, weil bestimmt gab es die Statistik. Wie gesagt, hier oben waren die lebenden Stahltruhen und hier unten waren die ganzen anderen Truhen. Niemand hat den mehr aufgemacht. Alle sind nur noch zur lebenden Stahltruhe gegangen. Und das war natürlich auch frustrierend für alle Leute, die vielleicht 300 Stahl hatten. 300 Stahl. 300 Stahl wäre cool. 300 Glut hatten, die lebende Stahltruhe gesucht hat, sie nicht gefunden hat und auch keine anderen Truhen aufmachen konnte. Übrigens auch mit dem Nichtfinden. Der Bug wurde gefixt. Angeblich, ich habe es jetzt selber noch nicht geprüft, dass die Chests jetzt nicht verschwinden, sondern die Chests immer da sind, wo sie auch sein sollen. Dafür ein kleiner Tipp, schon mal bevor wir darauf weiter eingehen. Es gibt den helltides.com Internetseite und dort könnt ihr genau sehen, wann die nächste Helltide aktiv ist. Und es wird auch eine Map appearen, also es kommt auch hier eine Map, wo ihr dann genau sehen könnt, wo die lebenden Stahltruhen sind. Benutzt diese Seite, damit ihr wisst, wo die Truhen sind und euch die Glut nicht flöten geht, weil das bleibt weiterhin bestehen. Wenn ihr die Glut nicht ausgebt, dann ist sie am Ende einer Höllenflut weg. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Erhöhungen. Und zwar Weltstufe 3, wie gesagt, von 1 auf 2, Weltstufe 4 von 3 auf 5 in der lebenden Stahltruhe, plus die Chance auf weitere 5, ungefähr eine 10% Chance, wie gehabt. Zusätzlich alle anderen Höllenflut-Chests geben ein lebenden Stahl in Weltstufe 4. Das gilt nur für Weltstufe 4. In Weltstufe 3 gibt es aus den anderen Chests keinen lebenden Stahl, sondern nur aus der lebenden Stahltruhe. Insgesamt 2 und dort auch nochmal ein extra Drop, möglich von 1 bis 2. Aber interessant für uns natürlich Weltstufe 4 von 3 auf 5. Das heißt, jede Truhe ein Gregor-Herausforderung und sogar die Chance auf 2 auf einmal, was ein richtig krasser Increase ist vorher. Und dann nochmal ein lebender Stahl aus allen anderen Chests. Das bedeutet auch alle unter euch, die vielleicht nicht so viel farmen können, weil sie noch nicht so stark sind, vielleicht nicht so viel Zeit haben oder nur 10 Minuten in der Helltide sind. Ihr könnt jetzt auch irgendeine andere Kiste aufmachen, wenn ihr vielleicht auch irgendeine Unique sucht oder sowas oder sonstiges. Dann könnt ihr irgendwelche Truhen aufmachen und dort kommt jetzt auch lebender Stahl raus. Also ich werde heute auf jeden Fall den ganzen Tag in der Helltide sein, um das auszuprobieren und auf die 10er-Drops hoffen. Außerdem, ganz witzig, anscheinend war der Bug für uns alle, dass die Chest nicht angezeigt wurde, dass dieser Guard da dran war, dieser Gegner, der ist jetzt auch weg, die Kiste wird da einfach stehen, vielleicht mit ein paar normalen Mobs drumrum, aber dieser Guard, der diese Kiste beschützt hat, der ist weg und der hat anscheinend das Problem gemacht, dass die nicht richtig angezeigt wurde, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Schreibt es mir unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde, das ist genau die erstmal die richtige Entscheidung gewesen, so den Stahl zu erhöhen, was, wenn ihr einen 10er-Drop habt, ja eine eine Verdreifachung ist. Also finde ich sehr gut. Ich finde es immer noch schade, dass die Glut einerseits weg ist, wenn die Höllenflut weg ist. Ich hoffe, dass die Höllenflut irgendwann durchgehend ist, sodass man immer farmen kann und die Chest halt einfach pro Stunde einmal resetten, so wie es jetzt auch in der Bluternte teilweise ist. Seid ihr zufrieden damit? Würde mich sehr interessieren. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da. Würde mich sehr freuen und natürlich ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.